Hallo und willkommen zurück bei Pretty Old Pixel. Mein Name ist Dirk und wir spielen heute wieder Mega Man 4. Beim letzten Mal haben wir mit einigen Anlaufschwierigkeiten Dustman besiegt. Ich glaube, wir können nochmal in den Level rein jetzt. Dann ist halt ohne Endgegner. Man kann also die Level neu anwählen, aber das machen wir jetzt ja nicht. Wir haben den Dust Crusher bekommen. Und ich glaube, der war gegen Skullman gut. Bin mir aber gerade nicht sicher. Wir versuchen es einfach mal. Skullman hat natürlich wenig überraschend die Form eines Skelettes. Ach ja, und während bei Mega Man 4 die Musik selber ja nicht so toll war insgesamt, finde ich zumindest, haben wir jetzt den Level ausgewählt, wo das nicht stimmt. Also der beste Musiktrack von Mega Man 4, das dürfte dieser hier sein. Und der Level ist auch sehr schön. Das erinnert so ein bisschen, finde ich, an... ja, für Super Nintendo, was war das? Mickey Mouse The Magical Quest? Weil, so mit den Hintergründen und mit der Farbgestaltung der Level, finde ich. War auch ein sehr schönes Spiel. Aua. Ach ja, stimmt, der Start, der Waffenauswahlbildschirm, wir haben aber noch nichts zum Aufladen. Wir haben unser Rush Coil wieder, also unser Flitz, den Roboterhund in der Sprungplattform-Variante. Ne? Wir haben aber noch nichts gefunden, wo wir den gebraucht hätten. Wir müssen auch gleich wieder unsere Schilde mit Raketenantrieb kommen, oder? Jo, da sind sie. Das ist auch so ein... Oh, Bubble Bats. Die sind aus Mega Man 2. Die Schilde kommen auch hinterher in den höheren Mega Man Titeln immer wieder. Und hier haben wir jetzt gerade so einen Abschnitt, wo man sich mal aussuchen kann, wo man langläuft. Hat das einen? Nee, das bringt nichts. Ach, die Bubble Bat ist wieder da. Das hat also gar nichts gebracht. Die Bubble Bats sind hier so auf dem starken Level von Mega Man 2, das heißt, die vertragen zwei Treffer. Hätte ich rutschen können. Und... Achso, wo wir gerade bei starkem Level sind. Oder bei schwierigem Level. Oh, ein Energietank, sehr schön, sehr schön. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Gegner mehr Schaden machen hier. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Aber die meisten hauen ganz schön rein. Ja, noch einer? Jo. Muss aber bestimmt oben lang. Nein, ich muss nicht. Ja, doch. Ja, auch. Ach, hier, das nehmen wir mal. Nehmen wir mal die Gelegenheit. Zeigen nochmal Rush in der Sprungplattform-Version. Und hier müsste doch gleich auch wieder einer kommen, oder? Jo. Nein, ich wollte rutschen. Oh. Ja, also, mit dem Analogstick ist das mit dem Runter und Rutschen und irgendwie nicht so schön. Das wäre mit digital, glaube ich, besser. Vielleicht stelle ich da nochmal um. Ach ja, den kann man vorne nicht treffen, weil der hat das Auge ja zur anderen Seite. Aber hält auch nicht mehr als einen dicken Treffer aus. Oh, nochmal E. Vielleicht mal gucken, wie wir da hinkommen. Ah, der schießt ja genau hinter uns her. Oh, ein Leben. Ja, das ist immer gut. Das ist immer gut. Wenn ich so weiterspiele wie in den Anfängen, werde ich das brauchen. Das sieht nach einem schwierigen Sprung aus. Das ist ein schwieriger Sprung. Gut, da ist das Leben gleich wieder weg. Brauchte ich dann eine... wahrscheinlich brauchte ich rasch... das Rush-Jet. Und ich kann das gar... Vielleicht kann ich da drüber springen und weiß es nicht. Oder stelle mich gerade zu blöd an. Aber bevor ich jetzt noch mehrere Leben versemmele, lasse ich das einfach mal. Ist ja nur... Ah, da ist ein Leben. Also man bekommt auch relativ häufig Items hier. Das ist ja schon mal positiv. Ups. Ja, ich glaube, das war mit dem Rush-Jet, das man da dringend brauchte. Jetzt schon wieder. Also sie haben hier ziemlich viele Sprünge eingebaut, die man wirklich pixelgenau treffen muss. Das ist auch anders als in den Vorgängern. Da konnte man... Ich glaube, bei Snake Man war es, glaube ich, so. Da gab es auch einen Sprung, den musste man schon recht genau treffen. Ansonsten war das da recht tolerant. Das ist es hier irgendwie nicht mehr. So gesehen gut, dass wir dauernd neue Leben kriegen. Noch besser wäre es natürlich, wenn ich das einfach richtig machen würde.
Und dauernd neue Leben kriegen ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Wie viel haben wir denn noch? Eins. Ja gut, okay. Das ist nicht so viel. So, versuchen wir es nochmal. Ja, genau. Ach, stimmt. Die stellen sich dann nur wieder so. Ja, die sind jetzt nicht so schwer. Nein, nicht alle auf einmal. Ich bin auch nie multitaskingfähig. Aua. Ja, toll. Hat sich wieder voll gelohnt. Ah, wir kriegen immer noch ein bisschen Lebensenergie. Leben wäre mir... Kam da schon wieder ein Gegner? Nee. Leben wäre mir natürlich lieber gewesen. Okay, wir brauchen den... Das Dust-Ding, den Dust-Crusher. Ich glaube, das war einfach auch so eine Kiste, die geschossen wird und die macht da was kaputt. Hoffe ich. Probieren wir es aus. Was hat denn der überhaupt, das Schild, ne? Der hat ein Schild, glaube ich. Ja. Aua. Aua. Das war eine knappe Kiste. Also er ist auch sehr schnell, hat ein sehr unvorhersehbares Bewegungsmuster und versteckt sich die meiste Zeit hinter einem Schild. Gut, haben wir knapp geschafft. Ich denke mal, ohne den Dust Crusher hätten wir da sehr alt ausgesehen. Und mal sehen, wir bekommen das Schild, ne? Ja, genau. Das Skull Barrier. Dann sehen wir in der nächsten Folge mal nach, wogegen uns das helfen kann. Bis dahin.